Wie gefährlich ist es, in Sellafield zu leben? Nicht besonders, findet Professor Richard Wakeford von der Universität Manchester. Der wird gerne von den Betreibern zitiert und gilt, nachdem er fast 30 Jahre für die Atomindustrie gearbeitet hat, als eine der Koryphäen für Strahlenrisiken. I assess the risk of from radiation in an aircraft flight. Wissen Sie, ob Sie nun im Flugzeug fliegen oder Strahlung in Sellafield abbekommen? Beide Risiken sind sehr gering. Eltern oder andere sollten sich da nicht sorgen. Es gibt zwei mögliche Ursachen, die mich beunruhigen. Entweder wird Kinderleukämie ausgelöst durch eine seltene, durchaus verbreitete Infektion, dessen Erreger wir noch nicht kennen, oder aber Leukämie bricht dort aus, wo sich großflächig städtische und ländliche Bevölkerungen vermischt haben. Dafür gibt es statistisch überzeugende Beweise. Fazit? Ein Virus also oder die Vermischung der Bevölkerung rund um Sellafield seien verantwortlich für Krebs? Nicht aber der hochgiftige Atommüll aus dem Meer? Wir sind irritiert und fragen einen deutschen Experten, den Mediziner Troffmann, Mitglied in Strahlenschutzkommissionen der Bundesregierung. Wir treffen den vielbeschäftigten Wissenschaftler in einem Bonner Hotel. Was sagen Sie dazu, wenn sich die britischen Experten hinstellen und sagen, diese Zusammenhänge gibt es nicht? Ja, da haben Sie nicht recht. Wissenschaftlich ist der Stand recht klar. Es gibt wenig Belege für die Population-Mixing-Hypothese und es gibt auch überhaupt keinen Beleg für die Virus-Hypothese, ganz im Gegenteil. Bei Kinderleukämie ist über viele Jahrzehnte versucht worden, eine infektiöse Genese zu beweisen. Es gibt weder ein Virus noch gibt es Antikörper. Das heißt, diese Infektionshypothese muss man eher fallen lassen. Das sind Hypothesen, die im Wesentlichen aufgekommen sind, um das Strahlenrisiko eben wegzudiskutieren.